NFL Week 2, 2019, Spectra, 4 Box, Pick Your Team, Break Nummer 2. Danke an alle fürs Mitmachen, Teams sind auf der rechten Seite, viel Glück an alle. Die ersten 4 Boxen waren schon sehr ordentlich. Hoffen wir mal, dass diese genauso gut sind. Also, am Ende des Breaks gibt es noch ein Random für den End of the Season Giveaway. Ein glücklicher Gewinn 25 Euro Credit und ist im End of the Season Giveaway, wo er ein ganzes Case gewinnen kann. Also, starten wir. Erste Box. Erste nette Karte. Wie wäre es mit Joe Montana für die 49ers auf 15? Schon wieder eine 0815. Nein, diesmal nicht. Joe Montana auf 15. Sehr nice. Für die 49ers. Sehr cool. Legende hier. Alright. Das war der erste Hit. Weiter geht's mit Bears auf 199. Anthony Miller. Max Impact. Ihr könnt alles hören, ja, und sehen, ja? Jungs. Nur zur Sicherheit. Nächster Hit ist, wie wär's mit ein bisschen Abwechslung für die Bears? Mike Singletary auf 199 Jersey. Pillars of the Game. Jungs, hört ihr mich? Schreibt mal bitte einen in den Chat. Ich bin. Achso, okay. Danke, Mike. Alright, und Hit für die Baltimore Ravens auf 35, Marquise Brown. RPA. Die Ravens hat André. Schöner Hit für André hier. Hat sie im ersten Break verpasst, aber jetzt hast du sie ja. Marquise Brown. Sehr schön. Alright, das war die Pack Nummer 1. Weiter geht's mit Base, Diecut, Terry Bradshaw für die Pittsburgh Steelers auf 30, 1 von 30. Terry Bradshaw. Alright, weiter geht's mit Redskins, 11 von 99, Dwayne Haskins, Auto oder nicht? Triple Jersey, auch nice, Building Blocks. Für die Redskins. Nächster Hit geht an Patrick Mahomes und die Chiefs. 23 von 99. So, jetzt brauchen wir mal einen Kracher, oder? Ich hoffe, es ist ein Kracher und ich hoffe, ich sehe die Nummerierung. Also, es ist 3 von 5. Ich weiß nicht, ob es eine RPA ist. 3 von 5. Jetzt hoffen wir mal, es ist eine RPA oder ein Auto. Es geht nämlich an die New York Giants. 3 von 5. Daniel Jones. RPA oder nicht? Oh yeah. Nice! Radiant RPA Daniel Jones. Leider nicht so schöner Patch, aber die ist auf 5, von daher egal. Glückwunsch an Benjamin, der sich die Giants geschnappt hat und wohl alles richtig gemacht hat. Glückwunsch Benjamin. Wow, geil. 3 von 5. Wer weiß, vielleicht ist er im nächsten Spiel mal dran. Erstes Spiel war ja nicht so überzeugend. Von dem Favorite Quarterback. Alright, weiter geht's mit Marcus Mariota für die Titans. Auf 99. Die anderen kriegen aber auch alles mit, ja? Oder nur Mike? So ruhig hier im Chat. Weiter geht's mit Rookie Aura. Wie wär's mit Jalen Hurd für die 49ers? Rookie Aura auf 99. Sind die Footballer auch alle anwesend? Nicht, dass ich jetzt break und keiner kriegt was mit.
Ja, okay, Mirko sagt, das reicht mir schon. nächste Hit ist auf 50, 1 von 50. AJ Brown für die für die Bengals, für die Titans. Dual Patch. Für die Titans und Christian. Und nächstes. Oh, cool. Leider kein Rookie, aber Darius Slay. Big Play Slay für die Lions Auto. Sehr cool. Auf 50 limitiert. Endlich mal vernünftig unterschrieben. Dem seine anderen Autos sind immer schrecklich. Sehr coole Karte. Ich mag ihn als Spieler. Alright. Here we go. Nächste Box. Die-Cut Base für Kiko Alonso und die Dolphins. Auf 50 limitiert. Und dann haben wir noch eine Base. Green, Deshaun Watson für die Texans auf 35. Weiter geht's mit Max Impact für die 49ers. Richard Sherman, 3 von 10 Gold. Leider nur ein Color Patch, aber 49ers, Jan, nimm's auch, ne? Denke ich mal. Richard Sherman. Und wir haben, wer ist denn das? Ah, das ist so ein Illustrious Legend. Für. Oh, nice. Diesmal hat er sie nicht. Die Jets auf 25. Marc Gastineau. Wow, was ist das denn für ein Auto? Hä? Das ist ja lustig. Unterschreibt er immer so? Weiß das jemand? Wie alt ist der mittlerweile? Sieht jetzt so aus, als wäre er wirklich alt. Und könnte fast nicht mehr schreiben. Lustiges Auto. Coole Karte. Mini-Auto. Marc Gastineau auf 99. Ah, ne, nicht auf 99. Auf 25. Er hat Nummer 99. Kann ich leider nicht einschätzen. Aber da haben wir doch Jets-Experten am Werk hier, oder? Hi, Box Nummer 2. Dann schauen wir mal. Wir haben a Big Ben Base für die Steelers. Enttäuschend erstes Spiel auf 99. Dann haben wir auf 199 Mohamed Sanu für die Falcons Jersey. Atlanta Falcons hat diesmal Thomas. Dann haben wir auf 99 Redskins, John Riggins. Nice, Jersey. Nee, oh Mann, nee. Ich bin echt doof. Ich will ja nichts verraten, aber ich muss mich mal dran gewöhnen, dass ich mein Team nehme. Denn wir haben Matthew Stafford, 5 von 25. Ich vermute, das ist ein Auto. Wenn es On-Card ist, brauche ich das auf jeden Fall. Oh, nice. Sie ist sogar On-Card. Nice. Vested Veterans, Matthew Stafford. Sehr cool. Oh, toll. Dafür habe ich mitgemacht. In der ersten Hälfte. Verdammt. Glückwunsch, Alex. Ich habe selber nicht mehr dran gedacht, die zu nehmen. Das ist eine coole Karte. Der kommt natürlich auf den Thron hier. Matthew Stafford. Obwohl, das Auto ist ein bisschen verschmiert oben. Kann man das sehen? Da? Oder ist das nicht? Doch. Bisschen verschmiert, leicht. Trotzdem coole Karte. Stafford on guard. Alright, weiter geht's mit James Winston für die Buccaneers. Die-Cut auf 30. Bucks. Weiter geht's mit Saquon
San Francisco 49ers, Debo Samuel auf 199 Jumbo Jersey. Dann haben wir auf 99 LaDainian Tomlinson, Auto oder nicht? Nein, nur Jersey. LaDainian Tomlinson für die Chargers, ne? Sollte es, ja. LT. Alright, und nice, auf 10. Da wird sich einer freuen, denn es ist 49ers Nick Bosa, 3 von 10. Cool oder nicht cool? Sehr cool sogar und sieht sehr klasse aus. Nick Bosa für die 49ers. Und Jan. Ich glaube, Jan hat sie doch, oder? Ja. Sehr cool. Ich glaube, die sollte er auch haben. Leider kein schöner Patch dabei, aber ich finde, das Schwarz mit dem Rot sieht eigentlich schon ganz cool und ordentlich aus. Alright. Also. Schöne Hits bisher. Weiter geht's mit Base Patrick Mahomes für die Chiefs. Auch für Jan. Nummeriert auf 60, oder? Ja. 47 von 60. Die Chiefs. Weiter geht's mit auf 99 Paris Campbell für die Colts. Rookie Aura. Paris Campbell. Wie hat er sich im ersten Spiel gemacht? Weiß das jemand? Sache immer noch, das ist ein guter Spiel, guter Rookie. Weiter geht's mit Building Blocks auf 50. Ryan Finley für die Bengals. Triple Jersey. Und der Hit ist auf 15 limitiert. Sehr nice. Wie wär's mit Brandon Cooks für die Rams? 2 von 15. Patch Auto oder Jersey Auto leider nur. Sehr schön. Rams hat Mirko jetzt nicht, ne? Wer hat denn die Rams? Peter Petersen hat die Rams. Sehr schön. Rams hätten ein gutes Case gehabt. Alright, ich muss mal ein bisschen weiter rüberstellen, damit ihr die Karten da hinten im Hintergrund auch seht. Alright, weiter geht's. Base Ezekiel Elliott für die Cowboys. Die Cut auf 50. 24 von 50. Dann haben wir Jim Kelly, Base für die Bills. Nein, ey, Mann. Immer wenn ich das sage, ja, ich will nicht zu viel verraten, 7 von 25, aber dann gibt es einen Hit für mein Team. Und ich ärgere mich, dass ich sie nicht genommen habe, denn es kommt einer meiner Lieblingsspieler. Wie wäre es mit Calvin Johnson, 5 von 5. Oh, ein bisschen die Folie unten ab. Also wie ihr seht, ist nicht meine Schuld. Ist wahrscheinlich ein Patch. Okay, nicht so schöner Patch, aber Jumbo-Patch wäre natürlich schöner gewesen, aber trotzdem ordentlich. Calvin Johnson, 5 von 5 für die Lions. Und wir haben, glaube ich, das erste Mal diese Karte, glaube ich. Auf 50 limitiert. Mike Singletary für die Bears. Super Bowl Champion. Leider die falsche. Ich glaube, das ist nur eine pro Case, ne? Da haben die meisten wahrscheinlich auf Brady gehofft. Oder einen anderen Star. Mike Singletary. Die Bears. Trotzdem nice. Okay, also Box Nummer 3. Ich tue die leere Box mal darunter legen beide. Also wir haben noch zwei Boxen, ich tue aber nur die leere Boxen darunter. Also nicht, soll keine Verwirrung sein hier. Und dann legen die höher und dann kann ich die Karten da drauf legen, ist besser. Alright, here we go. Next Box. Base für Riley Ridley und die Bears. Auf 99. Wir haben Vikings, Adam Thielen, Mask Marvel, das hatten wir eben schon.
sag schon wieder, oh nein. Wir haben Max Impact, Calvin Johnson für die Lions auf 199 Jersey. Und auf 35 49ers, Deebo Samuel, Patch Auto, nice für Jan. Zweite RPA für die 49ers jetzt. Auch schön. Weiter geht's. Wir haben eine Gold Base. Und zwar für Deebo Samuel und die 49ers. Die auf 10 sollte, ne? Auf 15. 4 von 15. Für die 49ers. Nimmt der Jan auch. Gerne. Dann haben wir auf 25, ich denke mal nur ein Patch, Dan Marino. Ja, nur ein Patch, aber trotzdem nice. Miami Dolphins. Nächste Hit für die Buffalo Bills auf 99, Bruce Smith. Jersey. Und auf 199 Raiders Hunter Renfro RPA. Keine Jacobs. Trotzdem nice. Alright, die Cut. LT, LaDainian Tomlinson für die Chargers. Lime Green die Cut. Base auf 30. 24 von 30. Weil grün so schön ist, gibt es direkt noch eine Base. Und zwar Deshaun Watson für die Texans. Auf 35. Schmeiß hier den Topfoder weg. Weiter geht's mit Carolina Panthers auf 190 Christian McCaffrey. Gestern nicht so stark, ne? Und letzte Hit geht an oder ist auf wie viel limitiert? Auf 199 Ed Oliver für die Bills Auto. Buffalo Bills. Okay, letzte Pack für Box Nummer 3. Und zwar haben wir Rashawn Gary für die Packers. Auf 60. Dann haben wir auf 99 JJ Arcega Whiteside Jumbo Patch. Eagles. Und nächster Hit ist auf 99 Tim Brown, Jersey für die Raiders. Und letzter Hit für diese Box ist ein Redemption. Redemption. Schauen wir mal, wo die hingeht. Viel Glück. So, was ordentliches bitte. Spectra Aspiring Patch Autographs. Karte Nummer 16 ist JJ Arcega Whiteside für die Eagles. War Eagles, ne? Leute zumindest. Ja. Philadelphia Eagles. Die hat Thorsten. Alright, letzte Box, Jungs. Die dienen nur für die Höhe, die darunter liegt. Letzte Box. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Alright, wir starten mit Base für Jared Goff und die Rams. Auf 60. Dann haben wir Rookie Aura Easton Stick für die Chargers. Die ist limitiert auf 99. Wir haben
Christian Kirk auf 199 für die Cardinals. Und oh nein, schon wieder. Diesmal auf 99 TJ Hawkinson, bester Rookie so far. Natürlich kommt jetzt eine RPA. Right into Ricky's face. Glückwunsch, Alex. Coole Karte. TJ Hawkinson. Mega erstes Spiel. Lions räumen aber mal sowas von ab und ich hab sie nicht im zweiten, in der zweiten Break. Verdammt. Eine Breeze hätte sie gern. Na komm, kriegen wir da auch hin, oder? Randy Moss erstmal. Base für die Patriots. Die ist auf 99. Yep. Dann haben wir Bruce Smith. 1 von 15 für die Buffalo Bills und Hector. Nimmst du auch? Patch. Patch auf 15. Dann haben wir auf 99 Randall Cunningham für die Eagles. Und Rookie für die Buffalo Bills auf 50, Devin Singletary RPA. Auch für Hector. Nicht so schlecht. Alright, zwei Packs haben wir noch. Born on Kracher hier. Bin ich. Jim Kelly Base für die Buffalo Bills auf 50. Hector will eine Breeze. Dann kriegt er eine Breeze. Drew Breeze Base. Hast nicht gesagt, welche. 2 von 25. Drew Breeze für die Saints. Hättest du mal Auto dabei geschrieben. Mensch, Mensch, Mensch. Nächster Hit für die Bengals auf 190. Boomer Esiason. Oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird. Und Hit. Oder der letzte Hit für dieses Pack auf. Wie viel ist denn die limitiert? Sehe ich gar nicht. Auf 199. Cleveland Browns. Greedy Williams. Okay, letzte Pack, Jungs. Letzte Pack. Komm schon. Gib uns was Nettes. Wie wäre es mit Lamar Jackson Base für die Ravens als Start? Auf 99. Dann haben wir auf 75 Darrell Henderson für die Rams. Dual Jersey. Ich glaube, eine. Ein Tag davon wird bestimmt geil aussehen, oder? Als One of One, Super Fractor. Bin mal gespannt. LA Rams. Okay, also zwei Hits haben wir noch. Der erste ist für Marcus Allen und die Raiders auf 99. Nur ein Jersey oder ein Patch. Nee, ist ein Jersey nur. Und der letzte Hit ist eine Redemption. Letzte Hit ist ein Redemption. Schauen wir mal. Komm schon. Big Time Mojo hier bitte. Here we go. Viel Glück. Letzte Hit für diesen Break. Spectra. Sky High Signatures Neon Blue. Karte Nummer 10 ist für Emmanuel Sanders. Ist das Broncos? Emmanuel Sanders. Ich weiß gerade nicht, ob es Broncos ist. Weiß das gerade jemand zufällig? Das muss ich nachgucken. Wenn ich hier mal hinkomme. Sekunde. So, Sekunde. Kommt ja noch Werbung, ernsthaft?
Ich guck mal schnell durch. Also, Spectra. Wie heißt die? Sky High. Sky High. Meine Güte, gibt es hier tausende Sets. Sky. Da, Sky High. Neon Pink, ne? Neon Blue, sorry. Neon Blue. Ist limitiert auf, weiß ich noch nicht. Nummer 10. Denver Broncos auf 35 limitiert. Broncos auf 35. Denver Broncos und die hat Victor. Also Last Box Mojo für Victor. Okay, also ich mache ein kurzes Recap. Wir haben noch einen Random zu machen. Ich mache mal nur die Patches und die Autos wieder ins Recap. Box oder Break 2 war nicht ganz so gut wie das erste. Aber ordentlich. Lions waren sehr stark. Mit Stafford Auto ist immer gut. TJ Hawkinson Auto ist gut. Ja. 49ers waren gut. Auch gut getroffen. Und Rams waren nicht so schlecht. So. Also, kurzes Recap, Jungs. Wir haben Emmanuel Sanders Auto auf 35 für die Denver Broncos Redemption. Joe Montana Base auf 15. Marquise Brown RPA für die Ravens auf 35. Wir haben Dual Patch für AJ Brown und die Titans auf 50. Wir haben Calvin Johnson Patch auf 5 für die Lions. Super Bowl Champions Mike Singletary für die Bears auf 50 limitiert. Deebo Samuel RPA für die 49ers auf 35. Wir haben Hunter Henfrow auf Nice für die Raiders auf 199. Ed Oliver für die Bills. Wir haben für die Eagles JJ Arcega Whiteside Aspiring Patch Auto. Bruce Smith Patch auf 15 für die Bills. Devin Singletary RPA auf 50 für die Bills. Wir haben Greedy Williams Auto auf 199 für die Browns. Die schöneren Hits. Wir hatten, ach ja, natürlich Daniel Jones, der beste Hits Case natürlich. Für die Giants RPA limitiert 3 von 5. Habe ich ganz vergessen. Natürlich. Mega-Hit für die Giants. Dann haben wir Mark Gastineau. Komisches Auto für die Jets auf 25 limitiert. Dann haben wir Jersey-Auto Brandon Cooks für die Rams auf 15. Wir haben TJ Hawkinson RPA für die Lions auf 99. Wir haben Matthew Stafford On-Card-Auto für die Lions auf 25. Und wir haben RPA Nick Bosa für die 49ers auf 10 limitiert. Also letztendlich ein sehr, sehr netter Break. Hier auch der zweite war eigentlich ganz ordentlich. Ein paar gute Rookies dabei. Also, wir haben noch einen Giveaway zu machen. Das machen wir jetzt. Ich hoffe, mein PC bleibt nicht wieder hängen. Wir versuchen es mal. Ansonsten muss ich eben neu starten. Ich hoffe, es geht. Jetzt lasse ich mal schnell hier die Liste aktualisieren. Und dann kopiere ich alles da rein. Wer oben landet, gewinnt 25 € Break Credit und ist im End of the Season Giveaway. Also, ich switch mal den Screen hier. Hoffe, es geht. Noch geht's. Okay, viel Glück. Snake Eyes Reroll. Wir mischen durch. 6 Mal. Viel Glück. Gewinner kriegt 25 € Credit. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein letztes Mal viel Glück an alle Gewinner. Ist die Bengals. Cincinnati Bengals. Hat Haki. Haki, du gewinnst 25 € Credit und bist im End of the Season Giveaway, wo du die Chance auf den Case hast. Also, das war's für Spectra Half Case Nummer 2. Danke an alle fürs Mitmachen. Hope see you next time. I'm out. Peace.